So, liebe Freunde, wir sind zurück und gerade noch im Devblog. Jetzt sind wir auf Reddit, habe ich schon angesprochen. Der User Carbs, er hat eine ganz gute Theorie eigentlich aufgestellt, wie das Geschütz, ich nenne es aber mal Turret, von Maestro funktioniert. Also, warum ich das jetzt zeige, kann ja irgendwas sein, möchte ich halt kurz sagen. Weil ich finde, dass diese vier Gründe, die da angeführt sind, eigentlich gut erklärbar oder dass man auf das zurückschließen kann, wo ich mir denke, ja, das könnte wirklich sein. Und zwar, also er schreibt erstmal, er ist sich sogar 99% sicher, dass er weiß, was die neue Ability kann. Viele haben gesagt, also irgendwer hat zu ihm gesagt, dass dieses Turret nicht normale Kugeln schießen kann, sondern Elektrizität, wie zum Beispiel die Twitch-Strahler. Beispiel kann Folgendes bedeuten: Einzelfall, der zufällig aus einer Menge genommen wurde, der als Erklärung oder Nachweis dient, und Einzelfall, der besonders und deshalb vorbildlich ist. Ja, tut mir leid für Alexa. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was. Also ich habe gerade nichts gesagt, weil ich gewartet habe, bis der Ring wieder rausgeht. Also nicht auf was jetzt reagiert hat. Ich glaube auf Elektrizität. Ja, jetzt nicht mehr. Zurück dazu. Aber wäre es richtig, dann würde es nicht das erklären, warum so viele Aspekte dagegen sprechen. Und hier sind fünf Gründe, warum er denkt, dass dieses Geschütz Feuer schießt. Oder so Feuerpfeile, wie Capitao. Und da, und zwar, Maestro hat immer in seinen Bildern so ein Feuerzeug in der Hand. Sollte er so als großes Symbol gelten oder so als versteckter Teaser, ja, hat er das nur da, weil er vielleicht keiner Rauch ist oder weil es einfach cool aussieht, oder hat es wirklich einen tiefgründigeren Hintergrund, dass er halt, dass sein Gadget etwas mit Feuer zu tun hat. Genau, und halt auch in dem Trailer von gestern, er hat irgendwen abgeschossen und dann hat er halt Feuer gemacht. Ob das irgendwas zeigen sollte oder dass er nur so aus irgendwie, dass es halt eher keinen wirklichen Hintergrund hat, sondern eher so, ja, haben wir halt gemacht. Aber da muss ich ihm schon recht geben. Dann zweitens, in einem Teaser-Bild von einem Blogpost sehen wir, wie sein Turret in etwa aussieht. Haben wir jetzt auch gerade in der Cam gesehen. Also im letzten Video könnt ihr euch nochmal angucken. Das wäre bei den Kamerasymbolen. Also das Ding hat eine Kamera, worüber Maestro das auch bedient. Und das hat auf jeden Fall darüber eingestimmt, also das, was wir auf diesem Teaser-Image sehen, ist auch sein Turret. Wir bis jetzt nichts gesehen haben, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich kann ja auch noch irgendwo sein. Beziehungsweise er schreibt hier auch, wir haben kein Loch gesehen, wo Schüsse rauskommen sollten. Aber dafür ein Metal-Cover, also metallisches Cover, das sich wahrscheinlich aufgeht, wenn es benutzt wird. Kann ich mir auch relativ gut vorstellen, ja, weil er damals auch diesen Leak drin gestanden ist, dass das nur aktiviert werden, also dass das nur zerstört werden kann, wenn es aktiviert ist. Dass man vielleicht erst in den Lauf oder was auch immer dann auch rauskommt, reinschießen kann, um das Gerät überhaupt zu zerstören. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Wenn der Leak überhaupt war von damals, wissen wir nicht. Wissen wir bis heute nicht. Dann schreibt er noch dazu, es wird sogar Sinn ergeben, warum es Metall ist, weil es halt feuerfest ist. Wird halt mehr Sinn ergeben, als wenn es so Twitch-Schüsse wären. Dann, Maestro hat so Feuer-Shells, also Shotgun-Shells von also so Feuer-Shotgun-Shells auf seiner Weste.
Und hatte diese nur zur Dekoration, da viele sind auch davon ausgegangen, dass er diese AA-12 Shotgun hat. Oder eine Feuerschrotflinte. Was ich aber eher nicht glaube. Soll das jetzt irgendwie auch so wie so ein verstecktes Ding sein, wie mit dem Feuerzeug immer? Oder ist das auch einfach nur zur Dekoration da? Wenn es einfach cool aussieht. Und dann haben wir noch zu guter Letzt. In diesem Block steht er wieder drin. His expertise lies in blocking access to key locations, so viel. Er blockt halt den Zugang zu irgendwelchen wichtigen Orten. Das würde aber auch hier wieder keinen Sinn ergeben, wenn das irgendwie so eine Twitch-Drohne wäre, so eine ähnliche. Sondern eher mit Feuer, dass das halt wie Capitao funktioniert. Das ist da immer so ein Feuerding, und da kann man nicht mehr rein, ohne Schaden zu nehmen. Oder vielleicht gar nicht mehr rein. Ja, das wären die vier Gründe. Und ich fände sogar wirklich geil, wenn es so wäre. Vielleicht ist es auch so, wir werden es am Sonntag erfahren. Heute ist Donnerstag. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn es wirklich so ist, freue ich mich. Wenn es anders ist, weiß ich noch nicht. Wenn ich erst dann beurteilen, wenn ich es gespielt habe. Gut, meine Stimme geht schon in den Arsch und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.